Aua. Ey, Dariel. Warte, ich schreib's aber kurz im Chat. Aber, ach nee, du meinst mein Dingens, mein... Ne? Du meinst das andere. Ja, ey, Dariel, tatsächlich. Da oben. Da. Da, da. Da. Ich hoffe, du kannst es lesen. Das andere ist ja nur der Scharname. Mein Fauxpas. Alles gut. Das hat eigentlich vorhin geklappt. Oh, Tatsache! Es hat geklappt. Nee, es wäre nicht hingekommen. Ja, ich kann meine Aufgabe hier abgeben. Ich stehe hier halt einfach nur wie so ein Blöd. Zu euren Diensten. Ja. Ja. Ist nicht den Tag, an dem ihr mir begegnet seid. Los jetzt! Bewegung! Ja. Diese Monster haben meine Tochter. Shuya? Ich habe sie nicht gesehen. Vielleicht ist sie entkommen. Annehmen. Das hoffe ich. Haha, ich habe keinen Erfolg. Ein komisches Hütchen. Ich werde höchstens zu Nico. No. Ja. Ich. Ich muss näher ran. Jaha. Bin ungeduldig, lass mich. Werde Zeuge unserer Macht. Wenn ich wüsste, dass die immer nur riecht. Das wäre so schön. Etwas anvisieren. Ja. So viel Stimme werden wir im ganzen restlichen Spiel jetzt erstmal nicht mehr hören. Burning Crusade redet nicht, glaube ich, nicht wirklich. Euer Blut wird uns. Ich habe in Burning Crusade, glaube ich, habe ich da überhaupt schon mal jemanden sprechen hören? Werde Zeuge unserer Macht. Ich habe kein Ziel. Ich spiele ja mit einem Schar. Da bin ich, glaube ich. Kann ich hier raus? Nee. Hier kann ich noch nicht aus der Dingens raus. Glaube ich. Nee. Nee. Leider noch nicht. Schade. Wäre aber auch zu schön gewesen. Hört auf ein neues Opfer. Ja. Nein. Ich hab vergessen, mein Pferd rauszuholen. Ritual. Mhm. Ich habe kein Ziel. Was laberst du vor dich hin? Ich Krähen wieder an. Ich komm da gleich raus. No. Böse Krähen. Wie der mich zwingt, Sachen zu tun. Achso, doch, da ist ja mein Eber. War ich gerade blind? Von mir selber überrascht. Ich bin sehr wach dafür, dass die Uhrzeit eigentlich gar nicht meins ist. Ja! Mehr ich auch noch! Für das Ritual. Das wird sich aber bald ändern. Ich brauche ein Ziel. Na, das wird sich bald ändern. Eindringlinge! Ihr seid unsere nächsten Opfer! Und deswegen setze ich immer auf die Horde. Verschwinden wir! Da oben ist noch eine Kiste. Also, schlecht finde ich die Grafik gar nicht.
Erhöht eure Bewegungsgeschwindigkeit zunächst 3 Sekunden lang um 90%. Ja, okay. Ihr seid Trickserin Brecker, Shuyas Mutter. Sie hat gesagt, ihr kommt uns retten. Hier ist es nicht sicher. Die Wo sind die Sonne anderen? Leitet uns. Keine Ahnung, aber ich kann es rausfinden. Wirklich schön, Geschäfte mit euch zu machen. Das hier ist eine Mini-Version des Turbo-Holperers MK5. Das was? Ich entschrumpfe sie eben. Ist jetzt vielleicht etwas zu groß. Moment. Ah, perfekt. Nicht so hübsch, aber genau was wir brauchen. Ich verstehe, jetzt wurde gefallen. Okay, im Kreis, no. Ich versuche mich zu beeilen. Könnt ihr mich hören? Die Kamera scheint prima zu funktionieren. Warum muss jemand da hoch, wenn da eine Kamera drin ist? Ich brauche einen Plan B für den Fall, dass euer Rekrut da runterfällt. Was? Nimm das immer noch auf? Hey, Rekrut! Eure Einwilligung bedeutet, ihr seid auch haftbar. Ruhe. Nein? Ich sehe etwas. Ich will hier runter. Vor allem, wie hänge ich da bitte? Wie so ein Schluck Wasser. Wir werden euch die Seele nehmen und den Drachen wecken. Feiglinge, bald spürt ihr die volle Macht der Horde. Ha, unser Drache wird sie zermalmen. Wir müssen uns um andere Rituale kümmern. Genießt eure letzten Momente. Die holen einen Drachen von den Toten zurück? Meint ihr, zum Fliehen ist es zu spät? Nein. Wir lassen unsere Leute nicht im Stich. Sucht uns einen Weg durch diese Untoten. Ihr sagt springen und ich pack die Raketenstiefel aus. Wie wär's mit einem riesigen Eber? Meinetwegen, aber schnell. Das Leben meiner Tochter ist in Gefahr. Aha. Das wird immer voller hier. Ich hab's. Sehen uns später. Ich hab einen riesigen Eber versprochen. Jetzt müssen wir auch dazu stehen. Das Ding. Okay. Das ist das Gegenteil von groß. Mal sehen. So, probiert das jetzt mal. Oh Gott. Ohohoho. Wer das kann, braucht keinen riesigen Eber. Hier, nochmal. Das Ding ist geplatzt. Hä? Wir haben eine Stunde geschafft. Was? Oh Gott. Das ist zu weit. Also, ja, dann nehme ich den hier. So habe ich mir das vorgestellt. Melden wir uns bei Grimaxt. Das Viech ist tot. Okay. Der Goblin macht mir Angst. Wir werden nicht ruhen, bis wir die Expedition gefunden haben. Zeit ist Geld. Yep. Wenn ihr diese Zombies in die Luft sprengt, denk daran, dass das Patent mir gehört. Haha! Das macht Spaß. Und so gehe ich jetzt durch komplett WoW, ja? In Ordnung? Noch, was ich über Haftpflicht gesagt habe? Ich glaube, das Ding explodiert gleich. Keiner würde die Höhe überleben. Keiner. Mutter, ich habe versagt. Die Horde. Durchhalten, Shuya. Rekrut, mir ja, ja. Lokta, Oga. Gesundheit.
Einfach nur Gesundheit. Archie. Hi. 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 Stirb. Ich habe kein Ziel. Bin zu sehr meine Level 50 gewohnt. Kümmern wir uns um Shuya. Mutter, ich habe versucht. Stellt euch tot, sodass euch Gegner ignorieren. Ich war nicht stark genug. Warum sollte ich das tun? Shuya, die Horde ist nur stark, wenn wir gemeinsam kämpfen. Ich weiß nicht, wofür ich es brauche, aber ich liebe es da halt mir. Was hier passiert ist. Ich werde tun, was nötig ist. Zu Befehl. Die Oger wollen durch Nekromantie einen toten Drachen erwecken. Für ihre Magie brauchen sie Opfer wie uns. Sie sind dabei, ein Ritual zu beginnen, das... Diese Mimiken, ne? Sie wollen den Drachen mit der gesammelten Lebenskraft reanimieren. Dann müssen wir handeln. Denkt daran, mit vereinten Kräften bezwingt die Horde jede Herausforderung. Wir beenden diese Rituale, bevor die Oger sie abschließen können. Loktar Ogar! Gesundheit. Naja, stimmt. Ich könnte jetzt einfach straight durchgehen, ne? Aber... Nein. Nehmen wir auch noch andere Nebenquests, glaube ich. Komm, ich bin so schlank! Ach, leck mich. Dann müsst ihr das Ding mal enger machen. Dann glaube ich euch das auch, dass man da nicht durchkommt. Die Horde hat schon Schlimmeres überstanden. Oh. Hallo, Mann. Ja, hi. Der Frühstückslieferdienst macht erst um 9 auf. No. Okay, ich weiß nicht, was das ist. Soll ich aber scheinbar verkaufen. Alles gut. Man sieht sich. Also, jetzt habe ich da so einen komischen Wappenrock an. Zusammen machen wir diesen Ritualen ein Ende. Mhm. Ich frage mich, ob diese Insel mich das Leben kosten wird. Vielleicht können wir eins dieser Rituale finden. No, Spinnen. Bah. Ja, ja, ich gehe ja schon. Bah! Ach ja, ich muss ja... Warte. Ja, ich muss einfach noch mal kurz hoch. Ich will da nicht runter. Die für mich bisher ekelhafteste Spinne habe ich eh schon gefunden. Ich weiß, es geht noch schlimmer. Das hat mir... Herbert schon erzählt. Aber für mich die bisher schlimmste Spinne habe ich gefunden. Und sie ist einfach nur furchtbar. Und sie lungert. Es ist widerlich. Das ist ein Graus. Mach diese Beine weg. Ich weiß es nicht. Sie lungert in den Wäldern von Terracor irgendwo rum. Ich weiß nicht, ob das sie ist. Die sitzt irgendwo in der ganz kleinen hintersten Ecke von den Wäldern. Und du siehst du diese Beine. Ist das so furchtbar? Achso, nee, oh nee. Wenn ich das Vieh, ich habe neulich, ich glaube gestern Morgen war es, auf dem Klo ein Bild von dem Vieh gesehen. Also bei Facebook. Und ich dachte so, okay. Wenn ich dem Ding begegne, ziehe ich aus. Egal, wo ich wohne, ich ziehe aus. Dem Viech komme ich nicht zu nah. Allgemein Spinnen nicht, aber... Hauswinkelspinnen sind auch so eine Sache. Hauswinkelspinnen kann ich auch überhaupt nicht ab.
Ich muss zuerst etwas anvisieren. Diese, warum können die nicht so klein sein, die Viecher hier? Bah. Und ich kann gerade. Das ist das Weiteste, wie ich rausscrollen kann. Ach, das ist furchtbar. Ich kann doch nicht mehr dahin. Guck, da ist er auf. Ich brauche ein Ziel. Oh, das ist so schlimm. Ich hasse Spinnen. Die Entfernung, die geht. Oh. Ich habe kein Ziel. Ich würde ja sagen, dadurch geht diese Angst endlich mal weg, aber leider nicht. Leider umgekehrt der Fall. Boah, ist das ekelhaft, ey. Das ist einfach nur ekelhaft. Ich brauche ein Ziel. Also Spinnen. Spinnen haben mir zu viele Beine und zu viele Augen. Ich habe kein Ziel. Ich brauche ein Ziel. Furchtbar. Wer sich die Dinge ausgedacht hat, ey. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Am schlimmsten sind die mit Fell. Die haarigen Viecher. Ich brauche ein Ziel. Die sind am schlimmsten. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich habe kein Ziel. Ich auch nicht mehr. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ein Rettungstrupp. Erdenmutter, zeigt ihnen den Weg. Ich brauche ein Ziel. Oh Gott. Morgen. Ich werde eure Lebenskraft ernten. Morgen. Und dann werden die, die mich eingeschlossen haben, na, jemand. Joghurt mit Bananas. Banana. Ring, 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 ring. Banana Foam. Na? Ausgepennt? Der Kerl ist sogar noch spät schlafen gegangen. Mal nicht. Hindi. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Aber Mut hat Mut. Nicht? Nee. Was denn? Meine Kochschürze. Dann sind wir ja heute im perfekten Look. Ja, stimmt. Ich war um 4 noch wach, weil meine Serie mich gefesselt hat. Kurz aus ist nichts wieder wach. No. Och, von 16 Uhr bis 6 Uhr morgens, das geht doch. Voll gut. Ich glaube nicht, dass er das meint. Ach so. Ich habe aber auch nur noch eine geguckt, du. Echt? Ja, Gottvater auf Halle. Gut, das war mir klar. Und dann habe ich irgendwann Herr der Ringe die Gefährten. Ich möchte jetzt etwas anvisieren. Echt? Ja, klar. Ich habe kein Ziel. Ach so, dann schreib das doch, Kitty. Ich brauche einen Spinnen. Oh, ich hasse Spinnen. Soll ich das machen? Nee. Dann sterbe ich. Wobei, noch würdest du es hinkriegen. Du musst nur zwei Tasten bisher drücken. ASDF, ja, gut. Das, na gut, zum Rennen kann... Doch. Nam, glaube ich. Dann kann ich automatisch rennen, da brauchst du noch nicht mal mehr WASD. Wasit. Jetzt brauchst du gerade nur 1 und 2. Ich danke euch. Wasit. Ich bringe uns in Sicherheit. Wasit 1 und 2? Das ist mir schon zu hoch. WASD und 1 und 2 drücken. Uns. Eigentlich ganz einfach. Schwieriger wird es in ein paar Stunden. Bis ihr alle solche Morgenwuffels seid. Ayran hier neben mir auch. Ja. Aber heute ging's.
Ja, heute ging's. Ist aber auch ein Unterschied, ob ich, Ich bin morgens aber auch immer träge. Aua. Alter. Dunkle Magie hat diesen Ort gemacht. Am geilsten ist seine Frise. Wieso? Stimmt. Ja. Ja. Sieht gut aus. Ja. Der Recht ist schön verfrisselt. Um das so hinzukriegen. Boah, ja. Hier, nimm das ein Stück Minze. Das hat für mich schon mehr geschmeckt als also nach Zahnpasta, als die Zahnpasta die Kette. Kennst du die nicht? Kannst du ruhig essen. Die eine war so intensiv eben. Der hat aber alles überdeckt an Geschmack. Aber lecker. Lecker auf jeden Fall. Dachte ich mir. Ja, lecker Minze aus dem Garten. Mega geil. Und die wächst wie Unkraut. Ja. Ich glaube, Minze ist Unkraut. Ich glaub's auch. So wie die Geschichte wächst. Weißt du, und das, was man eigentlich wirklich haben will, Basilikum und sowas, da kommt einfach nicht. Da kriegst du so kleine Pflanzen. Ja, und der Thymian, der blüht. Ich weiß gar nicht, ob man Thymian blüht essen. Diese das weiß ich auch nicht. Werden vor der Horde erzittern. Minze snack ich voll gern. Es kommt immer drauf an. Ich mag frisches Minze auch voll gerne. Nee, echt lecker. Das Ding ist, wenn zu viel Vorsicht. Zu viel. Wenn zu viel Minze. Also diese künstliche Minze irgendwo drin ist, wie Zahncreme oder so. Das kann ich nicht ab, da kriege ich immer. Flotten Otto von. Krieg ich immer Flotten Otto von. Ich mag Minze in Getränken. Aber so aus dem Garten, das geht immer ganz gut. Da musst du aber ganz schön viele Ottos kennen. Oder sind die immer. Ist der Otto, den du kennst, immer recht schnell? Der ist immer recht flott. Der flotte Otto. Okay. Ist das so? Das kriege ich ja immer flotten Otto von. Na, wenn du zu viel davon isst, meine ich ja. Okay. Aber wer von uns ist schon eine halbe Pflanze? Oder halt 30 Blätter. Petersilie ist auch giftig. Das weiß ich. Aber davon musst du, glaube ich, 4 Kilo essen. Ja, so viel würde ich nicht mal ansatzweise runterkriegen. Was sagst du denn? Das ist der? Das ist eine Katze. Eine Katze ist das. Das ist Salem. Ja, Salomo. Ich habe viele Haustiere. Guck. Das Schwein bin ich. Kürbis, Tentaklum. Nee, ich glaube, ich habe aber auch ein Schwein. Einen Hund habe ich. Achso, ja. Das habe ich mir gezähmt. Siehst du, das bin ich. Kein Nikolum. Das bin ich auch. Eine brillante Spore. Bussard. Cornish Rex. Ja, das ist eine Katzenart. Jetzt weiß ich, warum ich so oft Flotten Otto habe. Ich hab sogar eine Spinne. Glaube ich Spinne. Ich hab ein Buch. Nein. Ein Huhn. Wie ist es? Das Monsterbuch der Monster oder so? Irgendwas in der Art. Käfer. Ich hab einiges. Prairiehund. Die sind süß. Lange habe ich auch. Die Hand. Nee. Der Halbnackte? Schneejunge, das ist bestimmt der Sohn von John Schnee. Stinker! Mein Name ist Stinker! Greyjoy. Oh mein Gott! Urhornkalb! Das nenne ich meine Nase. Sieht aus wie unser Nachbar. Welcher? Beide, die ein bisschen wärmer ins Glas gucken. Ja, stimmt. Ja, ein bisschen was habe ich. Eine Qualle. Ja, nicht schlecht. Gibt noch mehr. So, ich werde jetzt wieder meiner Arbeit nachgehen. Ja. Und
bisschen Dönekens machen. Also das machst du immer. Ja, deswegen ja. Falls du da Hilfe brauchst, ich kenne mich da voll aus. Echt? Ja. Das ist gut. Ja. Da vorne ist zum Beispiel eine Feuerschale. Hier ist hier auf schwarzen Gestein. Da hinten kannst du eine Aufgabe erledigen. Ich kenne mich voll aus. So, bis später. Wir müssen die anderen retten. Wenn noch Fragen bestehen, ich bin da. Ja, ich komme dann zu dir und frag dich. Treff mich dort. Zu dir. Ach ja. Da ist auch noch irgendwas. Komm, machen wir das als erstes. Hey, ich bin erst Stufe 6. Level 10 geht das hier nach. Und die üble Magie, die mich hier festhält. Mhm. Wie soll ich jetzt was ich tun? Habe kein Ziel. Ja, mach das. Es kann sich wahrscheinlich nur ums Können handeln, weil ich nicht weiß, was ich zu tun habe. Lass mal leicht um die rote Schwäche geht zu bannen, indem ich an diesem Ort bin. Und wie tue ich das? Wie tue ich das? Da! Es sollte ja hoffentlich nicht mehr allzu lange dauern. Ich habe versucht, diese Rituale zu unterbinden. Aber die ich laufe ja hier nur fix durch. Alles klar, Kitty. Der Zauber wird schwächer. Das Licht kehrt zu mir zurück. Oh, Freiheit. Meinen tief empfundenen Dank. Nehmt meinen Segen und setzt der Nico. Wie gesagt, das sollte nicht so lange dauern. Sie scheinen einen Verlassenen für das Ritual gefangen zu haben. Bleibt bereit. Die Horde wird siegen. Herbert, ich werde eine Schneise durch die Skorpien schlagen. Der heißt ernsthaft Herbert. Wenn ich das Ziel mit einem Mal des Jägers tue, durch das immer vom Jäger gesehen und oft gespürt werden kann. Mhm. Kommt auch erstmal darüber. Jo, hier. Bewege mich doch schon gar nicht mehr. Ich bin außer Reichweite. Mhm. Reicht dir das ja?
Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich habe kein Ziel. Nee, hierhin. Ich muss näher ran. Das ist zu weit entfernt. Gut, dass mich das immer wach macht. Ja. Dürfte. Dankeschön für den Resub. Im 16. Monat. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Yay, yeah, ich krieg weiterhin Schaden. Ich finde die Option echt richtig geil. Warte mal. Visionsheiltrank. Kommst du mal einfach dahin. Mäh? Bist du fit? Ich bringe euch zum Boss. Ich hoffe, einer von uns. Boss! Zählt auf mich! Ich muss zuerst etwas anvisieren. Nun visiere endlich was an. Jetzt so. Hätte echt noch länger schlafen können. Hättest du doch machen können. Ich habe kein Ziel. Hättest du doch machen können. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Reicht doch, dass ich leide. Musst du doch nicht auch noch mitleiden. Hallo Herbert. Lust auf verboten. Eine Schande, diesen faszinierenden Zauber zu brechen. Haltet mir die Arien vom Leib. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Drücke ein bisschen seltsames. Ah ja, jetzt geht dieses Gewarte los. Warten, bis diese Viecher hier ankommen. Ich habe die Insel nur einmal gemacht, aber trotzdem erinnere ich mich daran. Ich gebe euch Deckung. Vernichten wir sie. Bin also weit. Ihr kämpft nicht allein. Ich muss zuerst etwas. Was? Oh Gott. Ich habe kein Ziel. Ach, da. Ich brauche ein Ziel. Ich habe kein Ziel. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Etwas Großes kommt auf uns zu. Wir kämpfen zusammen. Für die Horde. Oh ja, das ist echt groß. Ich bin kann frei. Jeden Kampf gewinnen. Machen wir uns aus dem Staub, ja? Jetzt werden wir einen frischen Charakter stehen. Mach das, Dufte. Wir sind übrigens auf Aleria, oder wie das heißt. Weil Kitty macht ja auch mit. Gut, Kitty ist gerade erstmal noch im Lurch. Kitty kommt dann gleich wieder. Weil ich ja hier noch ein bisschen auf der Insel brauche. Wenn ich nicht bald, vielleicht sogar... Will ich wissen, in was für einem Kampf ich verwickelt bin?
Ein wachsamer Geist. Doch, alles gut. Geist. Alles gut. Kriegen wir hin. Ein paar kleine Experimente. Wir müssen die anderen retten. Gut gekämpft. Ein weiterer Schritt zum Sieg über diese jämmerlichen Oger. Ah, Kitty. So. Kehr zum Lager der Horde zurück. Kriegen wir hin. Kein Problem. Machen wir. Zusammen machen wir diesen Ritualen ein Ende. Natürlich wendet ihr euch an mich. Passt gut auf euch. Trödelt nicht mit den Vorräten. Je schneller ihr diese Falle beherrscht, desto besser. Nekromantie! Einfach ein Eispartikel? Natürlich! Ich habe mehr als genug davon seitdem. Unfall. Okay. Papa ist auch knapp bei Kasse. Kann höchstens mit meinen Main-Taschen herstellen. Alles gut. Noch geht das alles. Das kriegen wir alles hin. Mithran Dämmersucher, zu euren Diensten. Shorel Aran. Spekt das Punkt verringert 8 Sekunden lang sämtlich von euch. Okay. Und die Fallen. Packe ich erstmal dahin. Die ewige Sonne. Ich habe keine Ahnung. Kriegen wir das? Vergesst nicht eure Eiskältefalle in den Ogerruinen aus. Das ja. Tier, das unser Lager bedroht, sollte auftauchen. Eigentlich nicht. Also, Kitty ist oder wollte Heiler machen. Also, ein Heiler. Ich bin BD. Also, Jäger. Spiel, was, worauf du Lust hast. Bleibt komplett dir überlassen. Seht, da kommt es. Ah, erwischt. Ja, wobei bei Halbert kommt was dazwischen. Der kann leider heute doch nicht. Es muss den Schiffbruch überlebt haben. Wir sind also leider dann tatsächlich nur zu dritt. Hybrid hat kurzfristig abgesagt. Oder was heißt kurzfristig? Es war, glaube ich, 3 Tage vorher. Waren es 3 Tage? Ich glaube, es war 3 Tage. Wir spielen auf Valeria. Also, ich und Kitty. Und so. Okay, dann nehme ich was tanken kann. Ja. Also, wenn du das möchtest. Na bitte, Tank, ich will kein Randomized Tank. No. Mithran Dämmersucher, zu euren Diensten. Die ewige Sonne leitet uns. Passt gut auf euch auf. Ihr müsst euer aktuelles Tier fortschicken, um ein neues zu zähmen. Ihr könnt es später zurückrufen. Sprecht mit mir, wenn ihr bereit seid, das Tier zu zähmen. Natürlich wendet ihr euch an mich. Und da ist es. Zähmt es wie vorher geübt. Sie vom Busch stehen und sich Kanten ins Gesicht gehen lassen, wer will das nicht? Dran um 9 begleitet es wird schön uns zähmen.
Also ich könnte dankend darauf verzichten. Ein weißeres gezähmtes Tier. Jetzt müsst ihr lernen, es in einem Stall unterzubringen. Warte mal. Doch, das lasse ich einfach mal so. Die ewige Sonne leitet uns. Ja, komm, den Eber. Den will ich sowieso da nicht mit drin haben. Vergesst nicht den Tag, an dem ihr mir begegnet seid. Den werde ich definitiv vergessen. Diese Oger werden vor der Horde erzittern. Es geht weiter, Rekrut. Alle anderen halten die Stellung. Mhm. Da ist noch eine Quest. Die meine natürlich auch. Wie soll das auch anderes sein? Mordklaue. Mordklaue wird wahrscheinlich schon tot sein. Leichen über Leichen. Ist hier viel Getier. Da. Ach du Heilige. Der sieht aber echt nicht gut aus, der Bär. Ich muss zu der sieht so leicht verranzt aus. Lauf, kleine Blutelfe, lauf. Hey, mehr als die Hälfte haben wir schon. Da stehen sie. Die Horde hat schon Schlimmeres überstanden. Mhm. Interesse an ein paar kleinen Experimenten? Eigentlich nicht, aber macht mal. Ein wildes Versuchsobjekt. Ein seltener Erfolg. Gott, bin ich hässlich. Ihr nehmt euch wie ein Oger und bringt uns rein. Gar nicht reden. Einfach lächeln und winken. Je dümmer, desto besser. Schön lächeln und winken, Männer. Mehr Opfer. Ab zur Kochstelle. Und Gorgroth winken. Zeigen, was ihr habt. Geht weiter. Wir müssen etwas über das Ritual herausfinden. Was haben wir denn hier? All die Opfer, die wir verloren geglaubt hatten. Hier, hi. Bringt sie nach hinten. Wir versiegeln sie mit den Wärtersteinen, so wie ihren Anführer. Es ist Zeit, das Ritual auf der Zitadelle abzuschließen. Dann
werden alle sich uns beugen. Glaube ich jetzt eher weniger, aber ja. Akzeptiere ich mal so. Mulgren, nein! Schnell! Wir müssen diese Siegel zerstören! Ruhe Kraft wird nicht reichen. Wir müssen den Zauber brechen. Diese Oger werden vor der Horde erzittern. Gorgoroth hat Wärterstein erwähnt. Wenn ich werde tun, was nötig ist. Aha. Ohr getötet, Katapulte zerstört. Okay. Kriegen wir hin. Das ist kein Ding. Und Stufe 9. Hey, es rennt. Was sagt ihr, seid zu spät? Ich habe ein Ziel. Ich sterbe. Was dran? Nein. Ich bekomme viel Macht vom Ritual. Ich habe kein Ziel. Ihr Kochmütze. Hallo Zuret. Und ja, ist Ziel. Richtig. Ja. Tue ich. Es ist doch nur heute. 24 Stunden lang. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Skandal. Im Sperrsitze? Was? Dufte hat's eingelöst. Dufte hat den 24er eingelöst und wir haben gesagt, dass wir dann WoW spielen. Ist bekannt. Fressen wir Dufte? No, nein. Tun wir nicht. Ich muss jetzt die ganze Zeit warten. So schlimm wird das nicht, hoffe ich. Ich schmeck nicht. No. Ich brauche ein Ziel. Reicht. Genug Senf, dann geht's schon. Ja. Wir behalten Opfer. Grunk. Nicht aufhalten. Hi, Grunk. Ich wohl zu so schnell gewesen. Jo, den da brauche ich auch noch. Das Schlimmste ist, ich muss gleich erstmal ganz dringend wohin. Jetzt gibt's Haue. Ich habe kein Ziel. Zerschmettert. Ja, wir zerschmettern dich. Du allmächtiger Zerschmetterer. Der auch schon wieder da. Ja. Wuck. Ja. Wuck tot. Dann aber schon. In die Schuhe reinschlüpfen. Man muss mit selbst looten. Ja.
Aber ich habe auch schnell plündern, dann geht's ein bisschen schneller. So, ich bin aber ganz kurz, ganz kurz in der Pause. Bin gleich wieder da. No, Zuret. Nächste Woche spielen wir wieder FF. So, ich bin gleich wieder da. Ganz fix. Bis gleich.